Herzlich willkommen, Damen und Herren, zur zweiten Folge von Assassin's Creed Valhalla. Wir befreien unsere Besetzung. Ich hätte gern mehr Freunde wie dich. Danke. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Okay. Gleich stirbst du. Wir überlisten das Arsch! Hin! Ja. Lass den Hund seinen Schwanz jagen. Ich bin schon wieder tot. Boah, das ist deprimierend. Folge erst gestartet und schon tot. Ich wollte gerade wieder kontern, aber leider hat das nicht funktioniert, wie ich es wollte. Leicht deprimierend. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Aber ich spiele auf schwer, also ihr müsst euch daran gewöhnen. Hey! Odin soll dich holen! Der Tod wartet auf eine Gelegenheit! Was ist das da? Bam! Schön die Arme abgetrennt. Ich will ihn gerne mit dem Schild durch die eine rüberziehen können. Okay. Bam! Oh, ist ja mein Team. Habt ihr das gesehen, wie geil ich das gekonnert habe? Merkt euch das. Das werdet ihr nicht oft, das oft sehen von mir. Geh zu deinem Gott. Erinnerst du dich an Dragis Doppelstoßen? Ich soll dich holen. Stop hitting mein Team. Das hat weh. Gib acht. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Kann ich hier die Bärchen essen? Gut. Dann gehen wir. Hey! Blut für Odin! Sorry, aber. Unser Freak halb frei. Auch kein Problem damit. Ich verstehe zwar links unten die ganzen Zeichen nicht, die aufblinken, aber wird bestimmt irgendwas zu bedeuten im Argen. Wir töten doch jetzt einfach alle und dann beanspruchen wir einfach die Insel. Was damit? Ein Tod wird ehrenvoll. Oha. Da hat jemand gefinisht. It's enough. Goodbye, my lover. Segel heim nach Vornberg. Ich würde gerne. Stark, Brack, nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heimwärts. Götter, das wurde ja auch Zeit. Nicht mehr Wängen, Segel, sondern Rudern. Okay. Ich konnte mal gerade ein Lied machen. Oder? Was siehst du da oben, Sühnen? Ein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste.
Und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Sehe ich auch. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kiltwies Männer. Sie nagen an jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halbtot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Ja, hau rein, würde ich sagen, ne? Kleine Lager, die in Ufendien liegen, können mit dem Besatz überfallen werden. Ups, sorry, ich wollte dich nicht treffen. Der erste Raubzug. Wie geht jetzt auf den da? Bam! Ah, ich kann sie doch plündern. Das ist ein Bogenbattle. Ich habe keine Pfeile mehr. Decki ein, was? Okay. Oh, eine Truhe. Der Knochenbeißer. Das war's. Irgendwas stand da gerade wegen Raubzug. Ich hab's leider nicht gelesen. Kann ich das noch nachträglich lesen? Ich hoffe ja. Das wird echt cool. Du kannst mit deinem bestimmten Ort blühen, wie etwas Klöster und kleinen Lagern über mir. Das war bestimmt das, was angezeigt worden ist. Ich meine, was denn sonst, ne? Flieg, Freundin. Gibt's hier noch irgendwas? Okay. Ich würde mal kurz gerne da hochklettern. Seesperrei. Haralds Schiffe kommen und gehen und stören uns nicht ganz, wie du sagtest. Rabenschiffe gibt es nur wenige und sie sind schwach. Das Land ist unser. Gibt es überhaupt noch was? Nö. Würde ich jetzt gehen. Aber da unten ist noch einer. Hey, Moment! Keine Überlebende. Dann würde ich sagen, haben wir das erfolgreich abgeschlossen. Eine neue Waffe bekommen. Zweihandaxt. Das klingt schon mehr nach mir. Eine fette Zweihandaxt. Boah. Gefällt mir schon mehr. Also ein fettes Draufhau-Typ. Draufhau-Waffe. Einmal weg von der Küste. Die Führung abgeben, okay. Segel setzen! Jetzt einmal heim.
uns jagen. Rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Warum sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur 8, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Wer deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht hier landen sollen. Deswegen würde ich sagen, mit dieser Dinge folgen. Ah, da siehst du, da ist ja schon Rauch. Da passt es ja. Home, sweet home. Könnt ihr nicht singen? Das wäre mal echt cool. König Styrbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Wie gesagt, dieses ganze Erforschen, das machen wir später, wenn wir weiter sind in der Story. Würde ich gerne jetzt erstmal vermeiden. Und was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjotvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte es ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Sprechen sind sehr leise, muss ich sagen. Du wirst zu leise. Gott sei Dank gibt es diese Sofort-Anleg-Taste. Sonst wäre ich jetzt voll dagegen gekracht. Ich bedanke mich, meine Männer. Sieh an! Die Nährerin der Raben kehrt zurück. Und nicht mal halb tot. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht. Obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjotvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Das sieht für mich aus wie eine normale Axt. Nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Blickt voll traurig rein. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Walker sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Ich hab's kapiert, ich soll zu Gunnar. Eivor, siehst entschlossen aus. Willkommen zu Hause. Danke. Eivor, hast du ein Schätze mitgebracht? Mein Boot kam mit der ganzen Mannschaft zurück. Das ist mehr wert als Silber. Das zählt nicht. Du brauchst Silber und Juwelen. Sei still, Holb. Woher willst du das wissen? Du warst noch nie plündern. Sei du doch still. Okay. Fähigkeitspunkte. 4 Stück. Knotentypen, wenn du Fähigkeiten bei Knoten einsetzt, verbessert sich dein Kampfstil. Werde
Knoten verbessern die Grundwerte, Grundfähigkeiten schalten Kampfaktionen frei. Fähigkeitspunkte, die Knoten zugewiesen sind, erhöht deine Stärke. Je höher deine Stärke, desto mehr bist du dafür gewappnet, dich den kommenden Herausforderungen zu stellen. So. Wir haben dann wahrscheinlich Schleich, Fern und Nah. Okay. Ich würde das einmal so machen. Wir haben 4 Fähigkeitspunkte. Dann würde ich jetzt überall einen reinsetzen. Zum Raben passen. Die zum Wolf passen. Und das ist wahrscheinlich der Bär, oder? Ist hier nichts? Also Bär, Rabe. Also Rabe ist hier und das ist der Wolf. Für Heimlichkeit. Ja, wir machen dann erstmal noch hier eins rein. Widerstand. Und dann haben wir das auch fertig. Irgendwas gefangen? Heute nicht. Es beißt einfach nichts an. Zu viele Schiffe wühlen das Wasser auf. Ich habe nicht die Geduld, um mit der Rute zu angeln. Mit dem Bogen wäre ich sicher besser. Fische mit dem Bogen schießen? Das könnte klappen. Mit Hilfe des Questlogs kannst du Questerfolgen oder die Verfolgung beenden. Hier gebe ich zu Valkas Hütte. Kehre heim zurück. Sprich mit Gunther, dem Schmied. Na, das. Hallo, Ava! Hi. Jetzt habe ich so viele Questlogs hier. Kommt und trinkt! Lasst uns die Götter unterhalten! Hallo, Tekla. Was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Ich leere so viele Hörner wie du. Knerri Tharval ist Äppling. En Sturla sagði að það væri nær búin. Knörminn verið búin en leifir sér. Segi snúkum. Es taucht auf deine Stiefel. Viele Hörner wie ich. Einfach Echsen. Was? Achso. Langsbeiten. Sorry. Das ist mir gerade in die falsche Rohre reingerutscht. Du schwitzt ja. Easy. Weg ist das Gesurf. Schon. Falsche Rohre, aber easy gewonnen. Wie bei Odin ist Med mein Lebenssaft. Gut getrunken. Gut gemacht. Danke. Getrunken. Gemacht. Kommt und trinkt. Lasst uns die Götter unterhalten. Dieses Land wird nie aufblühen, solange die Clans sich... Wer möchte eine Geschichte hören? Wer hätte Freude an einer Göttergeschichte? Du bist der Schmied. Sogar zwischen Göttern. Wolfsmal, willkommen zurück. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag, ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit, naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Das ist schon sehr enttäuschend. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Ach, das ist verbessern. Wenn du Barren in der Schmiede der Siedlung bringst, kann Gunnar Rüstung und Waffen damit aufwerten. Dadurch werden Runenplätze freigeschalten und die Objekte sowie auch ihr Aussehen können weiter verbessert werden. Ich will aber die Axt nicht verbessern.
Gut, wenn ich jetzt muss, dann muss ich halt, ne? Nice, neuer Wohnplatz. Das sollte reichen. Noch etwas? Wie geht es dir? Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Hunger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, das tut mir leid zu hören. Ihr wart wie lange zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, freundschaftliche Wochen. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Walküria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als dem Besten zufrieden gibt. Okay. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Das werde ich tun. Kleine Runde des Zorns. Alright. Scheint so, als wäre ich jetzt wieder gezwungen werden. Macht er mir Schaden? Nö, ich mach's halt trotzdem nicht. Ich will nicht. Ich weigere mich. Hey! Kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch bald wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und somit auf Wiedersehen.